schlauer Mann gesagt. Das Zeitalter, in dem wir halt entweder gut oder böse sind. Dennoch werden wir im eigenen Land von Parallelgesellschaften überrollt. Integration soll etwas Gutes sein. Ich jedoch sage nein. Nein zu Integration. Denn Integration ist gefährlich. Sie weckt nur falsche Hoffnungen. Übertriebene Menschlichkeit schadet im Interesse des Volkes. Heute gewinnen Asylanten und Flüchtlinge unsere Fahrräder und warme Unterkünfte. Und morgen unsere Töchter. Sie nehmen und nehmen. Und was geben sie uns? Eine Islamisierung des Abendlandes. Tag für Tag muss ich beobachten, wie eine Aisha oder ein Said ihre Kultur provokant in meiner Haustür ausleben. Wir haben zu befürchten, Fremde im eigenen Land zu werden. Das Volk der Parallelgesellschaft ist dabei, sich über uns zu erheben. Und wir müssen Angst haben, vertrieben zu werden. Niemand garantiert Sicherheit. Niemand garantiert uns Sicherheit, solange wir nicht selber dafür sorgen. Das hier ist unser Land, Leben und Heimat. Und die sollen wir einfach weggeben. Sie kommen aus Ländern, die nicht mal zu Europa gehören. Toleranz hat und muss ihre Grenzen haben. Und die sind schon weit überschritten. Herr Armin. Ist das deine Rede, die du auf der Demo halten willst? Ja, was sagst du dazu? Ich habe die ganze Information aus dem Internet. Mann, ist nicht ganz einfach, so eine Rede zu schreiben. Ey, hast du noch eine Tüte, die so richtig reinhaut? Ich habe Kopfschmerzen. Nee, ich habe nur das alte Zeug von gestern. Scheißegal, her damit. Hallo? Ja. Ist das die Tante hier? Ja. Ich wollte ein Ticket kaufen. Bitte schön. Bitte schön. Dankeschön. Sah nicht schlecht aus. Ich war nämlich auf dieser Party von Thomas aus unserer Klasse, weißt du. Warum bist du nicht gekommen? Ich hatte keine Lust. Aber jetzt kommen wir mal zu den wichtigeren Dingen. Schon wieder ein neuer? Du hast aber auch echt nur Jungs im Kopf, was? Dunkel oder blond? Ist er größer als du? Wie hieß er denn? Nun sag schon, Mann. Am Anfang habe ich mich nicht getraut, ihn anzuquatschen. Doch später ist er dann von alleine gekommen. Johannes heißt er und ist schon im 5. Jahr. Ich treffe ihn morgen wieder. Ein Date? Was ziehst du denn an? Wie wär's mit deiner neuen Hose? Weil das T-Shirt, da hätte ich mir noch gerne mitgenommen. Aber warum ist denn immer alles so teuer? Und der Schal, der daneben hing, hätte ich mir auch noch gerne gekauft. Aber so viel Geld habe ich nun auch nicht dabei. Irgendwie müssen wir an Geld kommen. Gestern hat mein Vater die Kündigung bekommen. Ach, scheiße. Und jetzt? Ich weiß nicht. Zu Hause ist es jetzt gerade nicht lustig. Kann ich mir vorstellen. Hi, ich habe euch schon besucht. Wie geht's euch? Stell dir vor, Emma hat ein Date. Sag, wie sieht er aus? Dunkel oder blond? Ist der größer als du? Sie hat ihn auf der Party bei Thomas kennengelernt. Und jetzt waren ein paar Klamotten für ihr Date einkaufen. Also, er ist ein bisschen größer als ich, ist blond und hat ganz süße Augen. Zeig mal deine Sachen. Ja, ich wollte mir noch dein T-Shirt kaufen, aber bei mir zu Hause ist es jetzt so ziemlich scheiße. Was ist denn? Mein Vater hat seine Arbeit verloren. Und ich wollte noch den coolen Kleider kaufen, aber mein Taschengeld geht gerade auch zugrunde. Mist, irgendwie müssen wir an Geld kommen. Hey, jetzt zieh nicht solche langen Gesichter. Wir überlegen uns was. Hallo Maurice, was machst du denn hier? Ich komme gerade von Jan. Wir hatten Bandproben. Du spielst in einer Band? Wie cool ist das denn? Nee, ich mache da jetzt nicht die Musik, ich mache da nur die Technik und so, aber wie geht's euch so? Also, deine Rede musst du wohl etwas üben. Vielleicht noch etwas umschreiben. Irgendwie ist das so irres Zeug. Man merkt doch, dass du das einfach nur aus dem Internet rauskopiert hast. Jetzt werd mal nicht frech, du. Traust du mir jetzt nicht zu, dass ich das hinbekomme? Nee, hast du noch was Stoff? Du kiffst viel zu viel. Wie willst du denn da eine ordentliche Rede hinbekommen, wenn du dauernd bekifft bist? Hätte, was ist los mit dir? Revolution oder was? Mal wieder ganz typisch. Kaum bekommst du Kritik, fängst du an rumzuschicken. Ich will jetzt Stoff, verdammt nochmal! Hey, siehst du hier hinten auch? Siehst du das Geld? Das werden wir uns verstärkter Nagel reißen. Gut, lass uns die Kippen auf.
Das wäre ein Spaß. Nein, Klein, gib mir mal euer Geld. Hör auf! Was hat er getan? Was glaubst du, du kleiner Scheiße? Was hab ich dir getan? Nix. Trotzdem nehme ich mir euer Geld. Was soll das? Kleiner Schmarotzer. Hey, Freundchen. Wenn du mich noch einmal Schmarotzer nennst, dann kannst du was erleben. Aber es ist nicht euer Geld. Das ist unser Geld. Dann lass unsere Stadt hin. Ist auch meine Stadt. Ach was. Los, jetzt macht hin, kleiner Fixer. Ach, halt auf! Lass uns in Ruhe! Lass uns in Ruhe! Was fällt dir ein? Was guckst du so? Wir haben genug von euch Ratten. Geh wieder dahin, wo du herkommst. Wofür macht mit dem Mädchen den Junge? Ihr seid auf Scheiße. Und dann brauchst du dir Gift. Und jetzt lass die Mädchen in Ruhe. Du willst dich mit uns anlegen? Ja. Ich hab keine Angst vor mir. Wenn du dich so nämlich hier kümmerst, kannst du ja gleich mitnehmen. Ihr habt ja sowieso mehrere. Hey du! Was siehst du denn hier für einen Schauer? Was soll der Scheiß? Und du? Warum gibst du dich mit ihm ab? Bis jetzt hast du nur dumm rumgestanden. Was soll das? Was glaubst du, wer du bist? Hä? Was sprichst du mich überhaupt an? Was soll das? Du hast dir gar nichts zusammengepimpt. Hä, wo willst du denn jetzt hin? Ihr werdet doch gerade so lustig. Ich ruf da mal die Polizei, ne? Cool, das kann ich ja noch gut verkaufen. Geh weg. Kleiner Hoch und so. Jetzt hab ich auch die Schnauze voll. Trotzdem danke für die Geldspende. Komm, wir gehen. Dankeschön. Bitte. Was war das denn? Mann, ey, ich glaub das nicht. Ach komm, ist alles vorbei jetzt. Warum fahren wir überhaupt mit der Metro? Mit dem Taxi wird es schneller gehen. Und warum ist es in diesen Metrostationen immer so dreckig? Hier stinkt es nach Urin und Abfall. Komm, Katharina, wir müssen zu Beinen gut rechtzeitig zur Demo kommen. Ich rieche nichts und ich muss hier ja nicht leben. Ein Glück, dass wir hier unten nicht leben müssen. Vater hat einen tollen Job und wir können uns noch einiges leisten. Gib doch nicht immer mit unserem Geld so an. Besonders hier unten nicht. Wir sollten es denn hier unten hören? Bleib ruhig, da hinten ist einer. Was, mein Euro? Was willst du von uns? Kannst du mir das bitte mal sagen? Du kriegst doch Stütze oder so. Jetzt willst du hier rumbetteln? Komm bloß nicht näher, du Penner. Das ist bestimmt Leute oder so andere Krankheiten. Bleib stehen. Nun gib ihm doch endlich diesen Euro. Jetzt will ich dir mal was sagen. Wenn du damit anfängst, brauchst du gar nicht mehr aufzuhören. Nimm gleich dein Handy und ruft deine Kumpels an. Hey, kommt ihr eigentlich in den Himmel, wenn ihr mal tot seid? Ich hab keinen Bleib stehen! Der nimmt gleich dein Handy und ruft deine Kumpels an. Nachher kommt die Schadenweise wie Ratten aus ihren Löchern. Na und? Du weißt doch gar nicht, warum er hier unten lebt. Er soll arbeiten gehen, verstehst das nicht? Schadenweise! Mit dir redet keiner. Alexander, gib ihm den Euro und dann gehen wir zur Demo. Hier, ich mach dich vom Acker. Du bist nett. Danke. Ich entschuldige mich für das Verhalten meines Bruders. Egal. Ist egal. Ist ja eher als egal, was auf dieser Scheißwelt passiert. Warum redest du so? Warum ist dir alles egal? Erzähl doch mal. Früher hatte ich einen tollen Job. In einem tollen Betrieb. Ich hatte eine tolle Freundin. Wir wollten heiraten. Und weißt du, wenn es dir gut geht, dann geht man auch schon mal mit Kollegen eins trinken. Und dann geht es dir gut. Und dann trinkst du und trinkst du und trinkst du. Und schon kannst du nicht mehr damit aufhören. So bin ich an den Versuch gekommen. Das hat sich meine Freundin natürlich nicht gefallen lassen. Es gab Streit und. Dann kam die Trennung von meiner Freundin und die Schulden. So landete ich hier, in dieser fremden Stadt. Vom Suff
Ach, bin ich immer noch nicht losgekommen. Aber ich kann mich ja nicht einfach von der Brücke stürzen, weil irgendwann auch mal bessere Zeiten auf mich zukommen werden. Weiß deine Familie, dass du hier unterlebst? Nein, ich schäme mich so sehr. Ich könnte ihnen nie unter die Augen treten. Mein Leben ist das reinste Chaos. Dann komm mit mir zur Demo. Wenn wir was ändern können, dann nur dort. Du träumst doch, wir können nichts ändern! Überleg es dir, es ist nicht weit von hier. Hey, was ist los mit dir? Lies sie uns an. Hast du ein Zuhause? Hat sie denn nicht als Flüchtlinge alles wegnehmen? Was können sie mit mir denn wegnehmen? Ach, komm mit, hier ist es zu kalt. Schließ dich uns an, denn demnächst wird es dir noch schlechter gehen. Und in uns findest du eine Familie und Sicherheit. Wenn wir erstmal an der Macht sind, läuft in diesem Land alles besser. Glaub mir, ich kann einiges verändern. Ich meine, wir können einiges verändern. Klar, sicherlich dein nicht. Aber du, so scheiß drauf. Warum? Hey Mann, siehst du meine Armbinde? Hast du mich nicht verstanden? Doch. Also? Dein blödes Zeichen. Was bedeuten die? Du kriegst vielleicht blödes Zeichen. Und mir so redet mein leerer Kopf. Pass auf. Wieso? Du so redest wie dein Großonkel. Aber du nicht denke nach. Du also leerer Kopf. Wieso bist du hier? Mir gefällt hier besser als mein Name. Alles kaputt. Mir gefällt es hier, heißt das. Kannst du kein Deutsch? Nein, aber kannst du mir lernen helfen? Weißt du eigentlich, wer ich bin? Nein, ich habe da hinten mit dem Idioten gesehen. Aber so bist du nicht. Woher weißt du das? Ich merke sowas. Das sagst du. Oder ist das deine Masche, mit der du mich anbaggern willst? Was ist baggern? Selbst das weiß er nicht. Ach, kannst du nicht deine Kili-Freunde fragen? Das sind nicht meine Freunde. Wie? Du kanntest die nicht? Nein, ich nur helfen. Also, wenn du wirklich keinen anderen kennst, dann könnte ich dir ja ab und zu mal was beibringen. Aber ich warne dich, Freundchen, wenn irgendjemand etwas davon erfährt, dann kriegen wir zwei Probleme. Warten wir mal ab. Wenn dieser blöde Ausländer nicht gewesen wäre, hätten sich die Glatzen niemals so aufgeregt. Wie kannst du das denn jetzt sagen? Das ist doch Bullshit. Ach, halt doch die Fresse!
Was war das denn jetzt? Jetzt klingt ihr auch noch so wie diese zwei Nazis. Und überhaupt, warum müssen die immer so pöbeln? Wer am lautesten pöbelt, der hat recht? Nein. Im Endeffekt sind ihr doch alle nur feige, oder? Und wenn man sich ihre Pöbeler nicht gefallen lässt, dann verschwinden sie wieder. Habe ich doch eben selbst gesehen. Und dann stellt euch mal die Gesichter vor, als ein Ausländer sich für uns eingesetzt hat. Das war schon ein mutiges Stück. Wer redet uns eigentlich immer ein, dass wir nicht friedlich zusammenleben können? Wer sagt, dass das nicht geht? Ich meine, okay, die sind fremd und da ist man ein bisschen vorsichtig, aber der andere aus drei Straßen weiter ist doch auch fremd. Geht es hier nur darum, wie jemand aussieht? Ich meine, wenn jemand mit seiner Kleidung aus der Masse heraussticht, der wird doch auch immer argwöhnisch angesehen. Sollten wir uns nicht alle aus dieser anonymen Matschepampe hervorheben, sodass wir mehr als Individuum zählen und nicht als Teil einer anonymen? Ach, ich weiß nicht. Aber das wäre schon toll. Hast du mal einen Euro? Nee, Entschuldigung, aber ich habe noch ein Brot. Kannst du haben. Na, wie ist jetzt mit deinem Date? Wir wollten uns ja eigentlich heute getroffen haben, aber er hat kurzfristig abgesagt. Scheiße. Und was jetzt? Keine Ahnung. Ich glaube, er hat auf der Party noch eine andere kennengelernt. Ich bin mir aber nicht so sicher. Was? Das kann er doch nicht machen. So wie du ihn beschrieben hast, ihr seid das perfekte Traumpaar. Also, ich kenne ihn eigentlich schon von früher. Ein ziemlich süßer Junge. Was? Du kennst ihn? Warum hast du das nie gesagt? Also, ich kenne ihn nicht gut. Woher kennst du ihn denn? Ja, sag mal, woher kennst du ihn? Keine Ahnung. Ich habe ihn mal irgendwo kennengelernt. Ich meine, er wohnt ja auch nur ein paar Straßen weiter. Aber das kann er doch nicht machen. Ich meine, jetzt mit einer anderen rummachen. Oder hat er immer mehrere am Laufen? Und jetzt, er kann dich doch nicht einfach so abservieren. Hast du ihn denn mal angesprochen? Du bist so ein hübsches Mädchen. Da kann er dich doch nicht einfach so sitzen lassen. Ja, wir hatten uns verabredet. Und was hat er gesagt? Außer, ja, hör mal, und ich muss dir was sagen, und so ein Quatsch. Gestern hat er geschrieben, hallo, ich kann doch nicht zu unserem Treffen kommen. Ach, so ein Arsch. Und warum kann er nicht kommen? Hat er einen Grund genannt? Es wäre ihm etwas dazwischen gekommen. Dazwischen gekommen, dass ich nicht lache. Ich weiß nicht. Könnte es denn nicht sein, dass er zur Demo gegangen ist? Die findet doch heute statt. Ja, könnte sein, dass er da irgendwo ist. Er hat auch schon mal über die Ausländer geflucht. Was soll das denn jetzt? Ja, nur so, wie jeder das mal tut. Was heißt denn hier jeder? Ich tue das nicht. Du hast ja auch reiche Eltern. Was soll das denn jetzt? Und wenn wir uns zusammentun? Natürlich auf der richtigen Seite und nicht bei den Braunen. Ich bei den Linken. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Bestimmt nicht. Hallo? Was soll das jetzt? Ihr habt doch den gesehen, den Ausländer. Die kommen nach hier und nehmen uns alles weg. Stimmt doch gar nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Dann halt doch einfach mal die Fresse. Emma, ich verstehe dich echt nicht mehr. Mein Vater ist jetzt arbeitslos. Na und? Kein Grund, uns jetzt sitzen zu lassen. Wir waren doch immer gute Freundinnen. Das ist jetzt nicht fair. Du bist doch bescheuert. Nur weil dein Vater jetzt arbeitslos geworden ist, kannst du doch nicht den Ausländern dafür die Schuld geben. Du spinnst doch! Egal, mir reicht, ich geh jetzt. Nein! Doch, lass sie doch. Soll sich doch den anderen anschließen und sehen, was sie davon hat. Glaubst du wirklich, Emma, dass sie bei den Rechtsradikalen besser geht? Wenn du da nicht mitbellst, dann bist du schnell dran. Damit ich dich besser fressen kann.
Ja, bei uns heißt es ja gut, ja. Und das Märchen endet genauso mit einem Happy End. Je nachdem, ob ein Bauch voller Steine und in den Brunnen geschmissen zu werden als Happy End gesehen werden kann. Du kennst aber gar nichts. Ruhig wird der Stadt, der lernst. Der Wolf und die sieben Geißlein. Am Ende wird der Wolf erschossen. Ja, stimmt. Okay, ich bin dumm. Ich hatte noch nie irgendwas übrig für Märchen. Du bist nicht dumm. Du hast eben nur den falschen Umgang. Nein. Nicht nur der Umgang ist schuld. Das geht auch zum Teil auf meine Kappe. Ich meine, wir fangen doch alle gleich an. Am Anfang sind wir nur Zellen. Und nichts weiter. Und dann kommt das Leben. Wir treffen die ersten Entscheidungen. Wichtige Entscheidungen. Ob wir eine Schultasche mit einem Teddy oder mit einer Barbie haben wollen. Dann geht's weiter. Führe ich die Klasse an. Bin ich bei den Coolen? Oder bin ich ein Mitläufer? Klar, jeder will zu den Gewinnern gehören. Meine Chance war wie gay. Endlich mal zu den fucking Gewinnern gehören. Habt ihr das Gefühl schon mal erlebt, Macht über andere Menschen zu haben? Zuerst ist es ungewohnt. Ihr werdet süchtig nach dieser Macht. Ja, ich war, bin vielleicht süchtig nach dieser Macht. Andere zu quälen. Ich gebe es zu, ich war ein schlechter Mensch. Von klein an bekommen wir beigebracht. Das ist richtig und das ist falsch. Doch irgendwann kam ich von diesem Pfad ab. Und wie ich zurückkam? Keine Ahnung. Das hier. Das ist ein guter Anfang. Ich will nicht wissen, was meine Gangmitglieder sagen würden, wenn sie mich hier sehen. Und ich rattere Werbung hinunter. Wollt ihr wissen, was meine Deutschpunktzahl war? Ich hatte eine 53. Und damit soll ich jetzt Deutsch unterrichten? Lass mich lachen. Aber ich finde ihn nett. Ja. Er ist nett. Und was noch kommt, weiß ich nicht. Hey, was hast du denn da? Nix. Zeig mal. Ich hatte in meinem Heimatland ein sehr gutes Leben und eine gute Zukunft. Als Zeichner? Ja, als Zeichner. Ich hatte eine Comicseite in unserer Lokalzeitung. Da fing alles an. Ich hatte noch drei Geschwister, zwei Schwestern und nur einen kleinen Bruder. Mit dem Geld konnte ich meine Familie unterstützen. So hatten wir immer genug zum Essen. Mein Vater arbeitete immer bei der Post, aber da konnte man nicht genug verdienen. Meine Mutter konnte nicht so viel arbeiten, weil sie sehr krank war. Sie hatte Krebs. Und ich hatte Angst, ob sie stirbt. Die Schmerzen waren meist sehr stark und sie schreien immer lauter. Am Abend wurde sie dann ruhiger, weil ich aus der Stadt den Doktor mit nach Hause brachte und ihr etwas Medizin geben konnte. Deswegen war ich froh über den Job bei der Zeitung. So konnte ich Geld verdienen für Behandlung von Mutter. Ich habe dadurch viel Geld verdient. War ein sehr guter Job. Kurz bevor die Behandlung starten konnte, kamen fremde Soldaten in unser Land. Und wir wussten nicht, was tun. Fliehen oder bleiben. Mein Vater sagt, dass Fliehen wohl das Beste wäre.
Ich kramte meine Zeichnungen und schickte sie zu einer großen Galerie in der Westen. Sie wurden verkauft. Mit dem Geld meiner Zeichnungen konnte ich die Flucht bezahlen. Auf der Flucht kamen wir in ein Dorf, wo gewaltige Kämpfe stattfanden. Und mein Vater wurde von einer Granate getroffen. Schüsse schalten, wir sind nur gelaufen. An seinen Kopf, das ist das Einzige, woran ich denken konnte. Wir sind das Zeitalter der Extreme. Nein zur Integration. Sie nehmen und nehmen, und was geben Sie uns? Eine Islamisierung des Abendlandes. Das hier ist unser Land. Toleranz hat und muss Grenzen haben. Na also, so schlecht ist die Rede doch gar nicht. Besonders nach all der Arbeit, die ich investiert habe. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals so viel Arbeit in ein Projekt gesteckt zu haben. Und dann kommt Mary und macht einfach alles schlecht. Sie soll es erstmal besser machen. Aber so dumm wie sie ist, kann sie das ja nicht mal. Ich frag mich echt, was mit der letzte Woche noch? Hätte sie den kleinen Mehrwert für das bisschen Geld abgezogen? Aber heute nichts. Steht einfach nur dumm rum und schaut sich alles an. Als ob sie in so einem bescheuerten Theaterstück sitzen würde und uns Darsteller zuschauen darf. Aber dass sie nur drumherum steht, kann ich ja noch einigermaßen akzeptieren. Aber was ich nicht akzeptieren kann, ist einfach abzuhauen. Was hat sie sich bloß dabei gedacht? Das nächste Mal, wenn ich sie sehe, kann sie echt was erleben und sollte besser eine gute Erklärung parat haben. Das Zeitalter, in dem wir halt entweder gut oder böse sind. Niemand garantiert uns Sicherheit. Na gut, vielleicht müssen doch ein paar Stellen mal bearbeitet werden. Zum Beispiel der Satz, hat mal so einen schlauen Mann gesagt. Das klingt sonst so, als ob ich dir selbst keine eigenen Sätze ausdenken könnte. Wir sind das Zeitalter der Extreme. Das Zeitalter, in dem alles entweder gut oder böse ist. Klingt doch schon viel besser. Mary, genau dich habe ich gerade gesucht. Ach echt? Ja. Und da du ja jetzt hier bist, kannst du mir doch sicher mal erklären, was das eben sollte. Ich kann ja verstehen, dass man mal einen schlechten Tag hat. Aber du warst von einem Moment auf den anderen wie ausgewechselt. Du bist einfach nur dumm rumgestanden. Und am schlimmsten, du bist einfach abgehauen. Und jetzt will ich den Grund dafür wissen. Oder ist passiert was? Ey, hast du mich verstanden? Seit wann muss ich dir immer Bericht erstatten, wenn ich mal für eine halbe Stunde weg bin? Willst du vielleicht meine genauen GPS-Koordinaten oder was? Komm doch mal runter. Hey, wie redest du eigentlich mit mir? Früher warst du nicht so drauf. Was ist los mit dir? Als wir am Anfang noch zusammen waren. Das war doch cool, oder? Die Nächte und so. Hey, was ist los mit dir? Eigentlich nichts. Ich fange nur nachzudenken. Ha, Scheiß aufdenken! Könntest du auch mal versuchen. Hey, jetzt reicht aber, du kleine Schlampe. Wie will hässlich, so mit mir zu reden. Ich hab dich damals aufgenommen, als du allein warst und es dir scheiße ging. Und so dankst es mir jetzt. Wäre ich mal lieber allein geblieben. Weißt du eigentlich, was für eine Scheiße du hier abziehst? Du bist dem dir gar nicht mehr bewusst. Wir brauchen Ausländer in unserem Land, damit wir nicht alle zu so stumpfsinnigen Menschen werden, wie du einer bist. Was soll der Scheiß? Woran laberst du? Was soll der Scheiß, ey? Hat dir der scheiß Ausländer dir die Gehirnwäsche verpasst, durch seine bloße Angesagt? Oder warum laberst du das Ding nur so eine Scheiße? War klar, dass du sowas sagst.
Wie bitte? Ja, Wahrheit und Kritik konntest du noch nie gut vertragen. Und immer reagierst du gleich. Erst bist du wütend und beschimpfst einen, dann bist du aggressiv und drohst einen mit Handgreiflichkeiten. Und zum Schluss lässt du deine Wut an Unschuldigen aus. Meistens sind es Ausländer, die verletzt werden. Oder Kiddies. Aber vor allem Ausländer, da sie in deinen Augen kein Recht haben, hier zu sein. Oder noch schlimmer, kein Recht auf Leben haben. Und deshalb für alles herhalten müssen als Sündenbock. Traurigerweise bist du nicht mal besser als der Typ vor dir, der sich die Juden als Sündenbock genommen hat. Aber was willst du machen? Alle Ausländer in der Stadt ausfindig machen, Kennzeichen und in ein Lager schicken, wo sie dann bis zum Tod arbeiten müssen oder vorher umgebracht werden? Wäre ja nicht das erste Mal, dass sich die Geschichte wiederholt. Schließlich gibt es immer noch genug dumme Menschen, die nichts daraus lernen. Ganz ehrlich, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Was soll der Scheiß? Vergleichst du mich gerade mit dem Typen aus dem Weltkrieg, der sich selbst erschossen hat? Ha, ich bin viel besser. Erstens erreiche ich meine Ziele. Zweitens bin ich nicht so feig und mache Selbstmord. Ich sag's ja. Dumme Leute, die nichts daraus lernen. Aber ich habe lang genug meine Augen vor der Realität verschlossen und still gemacht. Was immer du wolltest, doch dann bist du ein Schuss. Hey, wo willst du hin? Hast du was auf den Ohren? Ich hab die Schnauze voll von dir, da bin ich lieber wieder alleine. Ach ja, du wärst verloren ohne mich. Und aus dem Grund bleibst du hier. Das ist ein Befehl. Einen Scheiß tue ich. Hallo, Freunde. Schön, euch in unserem Kreis begrüßen zu dürfen. Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, habe ich euch heute hier zusammengerufen, damit wir gleich zur großen Demo gehen können. Es wird Zeit, dass wir in unserer, und ich betone, in unserer Stadt einmal so richtig aufräumen. Armin, ich bin froh, endlich hier zu sein und etwas tun zu können. Mein bisheriges Leben war von Oberflächlichkeit bestimmt. Und meine dummen ehemaligen Freundinnen hatten nur Jungs und Schoffen im Sinn. Jetzt geht's mir besser. Ich möchte mich der Meinung anschließen. Liebe Freunde, ich habe für unsere neuen Mitglieder neue Armbinden besorgen lassen. Mary, ich wusste doch, dass du zurückkommen würdest. Freunde, darf ich euch die Mitbegründerin unserer Organisation vorstellen? Mary war von Anfang an meiner Seite. Selbstverständlich gab es Höhen und Tiefen, aber auch mal Meinungsverschiedenheiten. Aber eine Hauptsache ist doch, dass eine klare Führung die Chefin beisammenhält. Weißt du eigentlich, was für eine Scheiße du mir erzählst? Das hab ich dir schon mal gesagt. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich zu euch Luschenhaufen zurückkehre. Halt deine Hunde zurück! Werdet doch mal wach. Seht der Wahrheit noch ins Gesicht. Das hier ist der falsche Weg. Werdet doch wach. Ich kann euch echt nicht verstehen. Wie könnt ihr denn nur so blind sein? Seht ihr denn nicht, dass das hier der falsche Weg ist? Es kann doch nicht sein, dass wir marodierend und randalierend durch die Gesellschaft ziehen und alle anderen, die nicht unserer Meinung sind, unterdrücken, drangsalieren und verjagen. Armin, eins sage ich dir. Der Ausländer, der letztens die Kies beschützt hat, kannte sie nicht einmal. Selbstlos stellt er sich uns in den Weg. Aber wieso macht einer sowas? Der hat verstanden, dass wir trotz all unserer Unterschiedlichkeiten zusammenleben können. Armin, du kannst mir gestohlen bleiben. Er hat mir gezeigt, wie friedlich die Welt sein kann. Und ich habe mich in ihn verliebt. Was soll ich Scheiße? Was macht er?
erstmal das Ding hier noch zu Ende. Gib mir mal bitte rote Farbe. Emma, wenn du hier bei uns mitmachen willst, dann hast du dich auch an unsere Regeln zu halten. Und die erste Regel lautet, sofort zu kommen, wenn ich dich rufe. Was meinst du denn da? Wie geht's an der Demo gegen rechts? Was willst du an einem Herz? Valentinstagsveranstaltung? Ja, okay, das wusste ich nicht. Entschuldigung. Hoffentlich hält die Oma dicht. Wenn Vater erfährt, dass wir hier zur Demo gefahren sind, kriegt er einen Herzinfarkt. Oma ist schon cool. Sie hat nämlich gesagt, dass die Menschheit nie aus ihren Fehlern lernt. Sie muss es ja wissen, sie hat den Krieg ja miterlebt. Ja, ja, heul leise, Chantal. Du hast die gute Entscheidung getroffen, dich hier bei uns einzufinden. Du hast das gute Recht, ein schönes Leben in unserem schönen Land zu führen. Du hast im Moment zu Hause einiges im Arme liegen. Aber du wirst sehen, wenn die Stadt brennt und vom Pack gereinigt wurde, wird dein Vater wieder eine Arbeit bekommen. Ich meine trotzdem, mein Herz, dass du dich überhaupt nicht drin einzumischen, sonst knallt's. Ja, gehen wir Schweine schlachten! Willst du nicht auf ein falsches Herz malen? Du spinnst doch, wir gehen zu einer Demo. Hör mal, ich muss dir schon recht geben, ich glaube, dass wir mit Herzen nicht weiterkommen. Hör zu, du Bitch, lass den Alexander in Ruhe machen. Was machst du eigentlich nach der Demo? So ein Scheiß. Was mache ich denn jetzt? Wenn die rauskriegen, dass mein Vater selbst Schuld hat an seiner Arbeitslosigkeit, weil er zu saufen begonnen hat, werde ich hier geschlachtet. Aber ich muss mitlaufen und so lange mitmachen, bis der Zeitpunkt gekommen ist, an dem ich ganz wieder aus dieser Sache rauskomme. Aber wie konnte das überhaupt passieren, dass ich mich jetzt hier befinde? Ich bin doch so doof. Warum bin ich nicht bei Maurice und den anderen geblieben? So ein Scheißleben. Was kann ich denn alleine gegen die machen? Mitgefangen und mitgehangen? Soll ich abhauen? Ja, dann kommen sie mich holen. Untreu wird hier hart bestraft. Das habt ihr eben gesehen, als er mich zu sich rief. Aufstehen! Leute, es ist 14 Uhr, machen wir uns bereit! Gehen wir Schweine schlachten! Zeigen wir dem rechten Pack, dass sie uns mit ihren dummen Parolen nicht für blöd verkaufen können. Da war doch letztens so eine Doku über einen bekannten Rechten. Armin nannte er sich. Man kann nicht euch sagen, schon erstaunlich, dass er trotz seiner Dummheit so viel Redegewandtheit besitzt und so viele Anhänger für sich gewinnen konnte. Da stelle ich mir jetzt die Frage, sind die denn noch dümmer? Ich kann nicht verstehen, wie es in unserem Land passieren konnte, dass so viele Jugendliche ohne Perspektive aufwachsen und leben. Was ist denn hier nur schiefgelaufen? Ausländer raus! Thank you.
Bist du verletzt? Wer hat das gemacht? Ich musste doch zu Armin. Ich musste es doch offiziell machen. Ich wollte ihm mitteilen, dass ich deiner Gruppe nicht mehr angehören werde. Eben, ich habe im Fernsehen gesehen, wie die sich auf der Demo verhalten haben. Es war eine friedliche Demo angekündigt und sie haben sie wieder wie dranes Zeug nutzen wollen. Deswegen war es für mich auch so wichtig, mich von diesen Leuten abzugrenzen. Ich möchte damit jetzt aufhören. Warum denn jetzt diese Sinneswandel? Du hast mir die Augen geöffnet. Wer hätte denn vor 3 Tagen gedacht, dass ich mit einem Ausländer rede? Gerade ich. Ich wollte Armin vom Thron stürzen und selber die Macht ergreifen. Doch dann habe ich versucht, ihm die Augen zu öffnen, aber das Ergebnis siehst du ja jetzt. Und jetzt? Was machen wir denn jetzt? Du solltest zum Arzt gehen. Es ist vorbei mit Armin. Lieben, haben Sie in den Nachrichten gemeldet, dass der Kopf der rechten Bahn verhaftet wurde? Das kann eigentlich nur Armin sein. Und was ist mit dem Rest der Bande? Was ist mit denen geschehen? Ich weiß es nicht, aber sicherlich gibt es Konsequenzen. Ich bin so wütend auf Armin. Nur leider kenne ich keinen, den man so richtig die Fresse polieren könnte. Nein! Was soll das denn jetzt? Ich meine fertig! Eda, lass es, bitte. Ich habe bemerkt, dass ganz viele Ausländer gemeinsam mit den Einheimischen gegen die Rechte demonstriert haben. Das macht ja Sinn. Das finde ich gut. Denn nur so kann Frieden herrschen auf der Welt. Da gebe ich dir recht. In meinem Land hatte es angefangen. Da waren auch 2 Gruppen, die die Macht und Ressourcen nutzen wollten. Und das ist der einzige Grund, wieso es Krieg auf der Welt gibt. Ich bin geflohen und jetzt bin ich in einem friedlichen Land, wo sich das Ganze wiederholen soll. Deshalb bin ich nicht geflohen, um wieder in die gleiche Scheiße zu kommen.